Liebe Star Wars-Freunde, die vierte Folge von The Bad Batch erwarte ich nach der dritten Folge, die wir letzte Woche schon sehen konnten und mich absolut umgehauen hat, wirklich, wirklich mit offenen Armen. Wir schauen rein heute in der Reaction. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Lasst uns gemeinsam in das eintauchen, worauf wir jetzt eine Woche lang gewartet haben, denn die letzte Folge, die war ja schon absolut insane. Folge Nummer 3, wahrscheinlich eine der besten Bad Batch-Folgen überhaupt. Mal schauen, ob Folge Nummer 4 wenigstens ansatzweise da anschließen kann. Wir starten rein. Faster. On the run again. Also sind wir wieder bei Sid und Co. Wenigstens wieder die Bad Batch in der Bad Batch. Diesmal bist du dran. Noch ein Spiel. Komm, doppelter Einsatz. Wrecker und Omega. Ihr habt schon genug Strom verbraucht. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Vor allem deinem Muskelmann. Du wirst mein Bodyguard sein. Das Shuttle wartet. Und AZ ist quasi einfach jetzt mittlerweile Bar-Druide geworden. Ja, Tech hat da gar keinen Bock drauf. Okay, wohin geht's? Ist das eine Podracer-Strecke? Habt ihr diese Beleuchtungstafel an dieser Halbgeraden gesehen? Safatoma kann etwas ungeschliffen rüberkommen, wenn man nicht weiß, was man tut. Oh ja. Oh ja, das ist Podracer. Die Sounds! Oder was ist ich? Es nennt sich Risikorennen. Noch etwas ganz anderes. Habt ihr das gesehen? Wartet. Das ist mein neuer Die Vater. Kommentatoren kennen wir doch. Bin ich Freund von. Hat euch die Show gefallen? Beeindruckend, nicht wahr? Dein Fahrer ist ein Droide. Willst du Tao herausfordern? Ich habe nicht genug Informationen über diesen Sport, um das mit Sicherheit zu sagen. Bebrillter Besserwisser! Ach, die Pit-Droiden, die da am Werk sind. Ich muss mich aufs nächste Rennen vorbereiten. Beeindruckend, nicht wahr? Sidoran Scaleback. Ist lange her, dass ich deine glänzenden Klauen hier in Safa. Oh, wie heißt die Rasse nochmal? Durgo? Nee. Milagi. Duros waren die Blauen. Willst du mich nicht deiner neuen Crew vorstellen? Du glaubst, dein Droide kann meinen Champ besiegen? Oder diesen Worten? Ja. Wie wäre es mit unserer üblichen Nebenwette? Die. Ganz wie in alten Zeiten. Irgendein Fahrer, der nur Alien spricht wie Sebulba, diese Wetten, das ändert doch sehr, sehr, sehr stark an Episode 1. Es ist rein geschäftlich. Jet Venom und K.O. liegen vorne. Der Protokoll-Druide. Der gibt den Geist auf. What? Theo weiß, was er tut. Der ist eine Todesfalle. Das ganze Rennen ist. Und Wrecker diesmal recht hat, ausnahmsweise. Die Nummer 2 kommt immer näher. Theo wird ihn überholen. Es gibt so viele verschiedene Rennen, ne? Von Podracer bis zu den von Resistance, alles Mögliche. Wenn Podracer die Formel 1 sind, das sind das Motorradrennen. Einfach eine Kreissäge. J.O. trudelt es aus. Jet, Venom, gewinnt! Das war's dann wohl komplett. Habt ihr auch gefunden? Den Großteil jedenfalls. Ich komme, um mein Geld zu holen, Sid. Gib mir nur etwas Zeit. Zeit ist etwas, was du nicht hast. Die guten alten Gamorianer. Naja, wir sind hier noch nicht fertig. Ein letztes Rennen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir Sid. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Rennen. Die werden Sid wehtun, wenn wir nichts machen. Das Rennen ist morgen. Und ich behalte Sid. Ich kann verstehen, warum sie nicht Podracer genommen haben. Erinnert ihr euch noch an die Sache, dass Menschen eigentlich gar keine Podracer fahren können? Wegen den zu schnellen Reaktionen? Und dass man schon machtsensitiv sein muss? Hätten sie Podracer genommen, dann würden irgendwelche Theorien entstehen von wegen, wer auch immer fährt, Omega oder Tech, dass die machtsensitiv sind. Ich bin bereit, es allen. Wo sind meine Arme und Beine? Das soll gewesen sein. Comedy. Weißt du, statt ihn zu reparieren,
sollten wir diesen Gangster kaltstellen. Selbst wenn wir Sid exfiltrieren und entkommen, werden sie Vergeltung suchen. Hey, hallo? Hast du vergessen, dass du an mir arbeitest? Wie wär's mit weniger Geplapper und ein bisschen mehr Geratter? Theo wird nicht wahren, oder? Auf alte Zeiten. Ich hab mich geändert. Früher oder später werden diese Ausgestoßenen die echte Sid kennenlernen. Was aber auch, ja, wäre interessant, ne? Sids Vergangenheit. Man denkt nicht darüber nach, weil man denkt, die ist ja schon Gangster, die ist ja schon irgendeine Kriminelle so halb. Dass die damals deutlich früher war, ohne Gewissen. Schlimmer, nicht früher. Denkst du, du kannst gewinnen? Diese Frage hat keine Antwort verdient. Ich analysiere die Strecke und Bewegungsmuster der Fahrer. Du machst das völlig falsch. Es geht allein um Strategie. Er wird umgefahren. Und Können. Ich halte deine Strategie für fehlerhaft. Mach die Augen auf, Menschlein. Keiner mag ihn. Wenn du da draußen gewinnen willst, dann ist Angriff immer die beste Verteidigung. Theo! Ich glaube nicht, dass der noch ein Rennen fahren kann. Dann müsst ihr wohl hinschmeißen. Tag fährt. Wir müssen irgendetwas tun. Ich werde der Fahrer sein. Du hast ihn gehört. Die Wette steht immer noch. Ich finde das schön, dass wir bei der Bad Batch jetzt nicht nur eine durchgehende Story sehen, sondern auch mal so Case of the Week Sachen. Die habe ich in Serien sehr vermisst die letzten Jahre. Zephyr Thomas Risiko-Champion Jet Venom, Stahlklaue Kane, der Trickser Flash Rector und zu guter Letzt Protokolldruiden. Tech? Heißt der so? Tech? Nur Tech? Dann sind wir mal gespannt. Und weg! Das muss so Spaß machen, sowas. Tech, du musst vorne sein, um zu gewinnen. Das nennt sich Strategie. Nein, es nennt sich Verlieren. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was links bedeutet. Tech, vernichte den linken Tunnel. Er fährt in den linken Tunnel. Konzentrier dich lieber darauf, nicht hochgejagt zu werden. Endlich bekommt er mal so ein bisschen mehr Fokus. Tech, Echo und sowas. Das hat in den ersten Staffeln so gefehlt. Sie rücken dir auf die Pelle, Tech. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. Deine Waffe. Sie haben mich gebremst. Interessant. Es hat funktioniert. Da bin ich jetzt halt sehr gespannt. Erfolg, Team. Wie die alten Matchbox-Autos. Das läuft nicht gut. Du schließt auf! Hat schon was. Jetzt stellt euch mal ein PC-Spiel mit dem Setting wieder vor. Wie damals die alten Podracer-Spiele. Deine Schilde werden schwächer. Er geht hoch. Sehr cool gemacht. Tech, richtig? Tech hat gewonnen! Du klingst überrascht. Ja! Wrecker ist auf der Kippe zur Spielsüchtigkeit jetzt für diese Rennen. Wir sind wegen Sid hier. Ein Deal ist ein Deal. Wir sind quitt. Das war beeindruckend, Brillenschlange. Oh, der Frust. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Sehe ich auch so. Machen wir einen Abflug. Ihr drei, aber bei Sid beruht sowas nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Passt auf euch auf. Wie Sids Vergangenheit. Ich glaube, dazu bekommen wir vielleicht sogar noch was die Staffel. Kurz, aber oho. Also Leute, ich glaube, wo wir uns einig sein können, ist, dass es natürlich nur eine Filler-Folge ist. Die bringt die Hauptstory sehr wenig voran, zeigt aber endlich mal Tech, Wrecker und Omega als auch Sid so ein bisschen im Fokus, was ich wie gesagt sehr zu schätzen weiß. Ich fand auch bei Star Trek damals solche Folgen, die Case of the Week sind, die abgeschlossen sind, die man einzeln für sich gucken kann, immer sehr befriedigend. Ne? Du schaltest ein, hast deinen Spaß und danach wartest du auf die nächste Folge. Natürlich muss die Hauptstory auch langsamer rankommen, das haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Aber es war tatsächlich von The Bad Batch Season 2 auch von Anfang an gesagt, dass wir halt öfters jetzt auch solche Folgen bekommen, die jetzt nicht den großen Plot weiterbringen, sondern einfach mal so Teambuilding betreiben, das Universum aufbauen und so ein bisschen Hintergrundwissen auch zu den Charakteren bieten. Und das hat man hier sehr, sehr gut geschafft. Es ist
kanontechnisch keinerlei Widerspruch. Es ist eine wunderschöne Story mit diesen Motorrad-Wiederrennen nochmal dabei. Mir hat sie einfach gefallen. Es ist sicherlich nicht so eine bedeutende Folge wie letzte Woche mit Cody und Co. Wenn ihr die nicht gesehen habt, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Aber es ist etwas, womit ich sehr, sehr gut leben kann und dem ich so persönlich einfach eine 7 von 10 gebe. Es hat sich nichts widersprochen, es ist nette Unterhaltung und ich freue mich einfach schon auf nächste Woche. Ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder mit einem Video. Ihr solltet unbedingt abonnieren und bei meinem Lichtschwert-Shop oder anderen Videos könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. In diesem Sinne, danke schön fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein, euer Buddy.